Kreos Gereada baut Hochspannungsleitungen am ganzen Land. Für das umsetzen zu können, müssen die Energiebesuchen von den Anwohnern auf lange Sicht ausgewertet gehen, sodass wir ein Netz können entwickeln, das die Energieversorgung garantiert. Neue Leitungen zu planen, zu bauen und schlussendlich einen Betrieb zu holen, ist ein langwieriger Prozess, in dem viele Akteure beteiligt sind, und kann 5 bis 10 Jahre dauern. Als Mitarbeiter müssen sich mit den Proprietären der Grundstücke sowie auch mit allen öffentlichen Instanzen an einer Infrastrukturbetreiber verständigen, Impaktstudien ausschaffen und Bauarbeiten bestimmen. Für die Mitarbeiter von Kreos und für ihre externen Partnerin ist Sicherheit das Wichtigste. Es hat also jeder seinen Teil Verantwortung zu drohen.